Kapitel 4 Pflicht der Beschützerin. Nein. Ja, es ist schwer, doch es muss sein. 2 Tage schon. Wie kannst du nur tatenlos rumstehen? Das hat er nicht verdient. Ich werde ihn da rausholen. Alicia, tu's nicht. Ein Träger, die letzte Schwelle erreicht, kommt äußerst selten vor. Sie ist sehr gefährlich. Selbstverständlich sollte er schleunigst isoliert werden. Der Orden hat spezielle Einrichtungen. Ihr wollt ihn wegsperren? Weißt du, wozu dein Bruder fähig ist? Er wird noch viel Schlimmeres anrichten. Hey, er ist nur ein Kind. Das ist nicht seine Schuld. Je mehr ihr ihm wehtut, desto mehr Ratten wird es geben. Und noch mehr Menschen werden sterben. Und genau deshalb müssen wir ihn von hier wegbringen. Während seine Tage sich dem Ende neigen, wird seine Macht stärker. Magister, bitte. Was meint ihr? Amicia, Hugo ist verdammt. Die letzte Schwelle bedeutet den Tod für den Träger. Nein. Nein, da muss ein Ausweg sein. Lukas wollte... Dein Freund verschaffte euch Zeit, als dein Bruder die erste Schwelle erreichte. Aber das hier ist etwas völlig anderes. Nichts kann es aufhalten. Kein Elixier, kein Trank. Wartet, da ist eine Insel. Er erwähnt immer diese Insel. Vielleicht steckt die Makula dahinter. Das sind kindische Träumereien. Und was haben diese kindischen Träumereien an der Wand eures Labors verloren? Ja, was ist dort? Armes Mädchen, du flüchtest vor der Realität. Akzeptiere dein Schicksal und das deines Bruders. Das Schicksal einer Beschützerin ist es, dem Orden Folge zu leisten. Euer blöder Orden ist mir völlig egal. Ich kenne euch nicht und ich arbeite auch nicht für euch. Lasst mich zu ihm. Hugo schläft, Amicia. Du bist zu aufgeregt, um bei ihm zu sein. Lasst mich durch! Erst wenn du dich beruhigt hast. Du hast es selbst gesagt, die Makula nährt sich von seinen Gefühlen. Hört zu, wir werden, sobald es uns möglich ist, zum Ordensquartier in Marseille aufbrechen. Ich habe Boot und Mann. Joseph, er wartet am Hafen und er muss gewarnt werden. Was mich betrifft, ich werde mich ausruhen. Gebt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Lukas, bitte geh zum Hafen und finde diesen Joseph. Ja, Magistra. Amicia, du kommst mit. Passt auf, ihr beide. Geht's dir gut? Nein. Wusstest du das mit Hugo? Ich wollte es dir erzählen, aber... Es wäre besser gewesen. Wir reden von meinem Bruder, Lukas. Ich wusste nicht, dass Magister Vaudeur es dir so sagt. Gott, das ist so... Gehen wir weiter. Ja. Ja, und damit endlich. Hallo und herzlich willkommen zu A Plague Tale Requiem. Ich habe gerade mal kurz geschaut und ja, tatsächlich hat sich da was verstellt. Ich weiß nicht, was mit dem Spiel los ist, aber es wollte plötzlich nicht mehr meine 2K-Auflösung, sondern es hat mal eben so auf HD runtergeschraubt. Jetzt sieht die Welt allerdings wieder wesentlich besser aus. Ja, ich habe noch keine Ahnung, wo wir jetzt genau hin müssen. Also, beziehungsweise wie wir jetzt da hinkommen. Also zeig mir mal den Weg, Lukas. Lukas oder Luca, ich weiß gar nicht mehr. Sie hat es öfter erwähnt, aber ich habe immer weggehört. Hergehört! Der Graf von Arl hat eine Ausgangssperre verhängt. Alle Einwohner müssen zu Hause bleiben. Eine Patrouille. Was ist los? In der Stadt herrscht Ausgangssperre. Wer draußen bleibt, wird festgenommen. Da haben wir es. Sie sperren die ganze Stadt ab. Denk an das gesperrte Viertel. Die wollen doch nicht die ganze Stadt säubern, oder? Ich weiß es nicht. Wir müssen schnell zum Boot. Ja, lauf mal einfach. Aufrecht hier rum. Kleiner, was war denn das jetzt? Gut, hier hinten kann man ihn wahrscheinlich jetzt nicht sehen, aber mir ist es lieber, weil wenn ich jetzt aufstehe, dann bin ich am Arsch normalerweise. So, die Frage ist jetzt, wie kommen wir da hin? Kein Grund zur Panik! Und wie kommen wir an denen vorbei? Der Herr der Provence hat die Lage unter Kontrolle! Ja, und jetzt erzähl ihnen, was das bedeutet. Okay. Da,
Der Wachturm dort hinten. Er führt uns zum Hafen. Bereit machen, Männer. Wir bringen die Fracht bald zu den Docks. Zu den Docks? Da wollen wir doch auch hin, oder? Die Käfige auf dem Karren. Das sind Leichen aus der Arena. Da bringen sie also hin. Okay. Die Frage ist jetzt, Amicia, wie kommen wir dahin? Wenn wir da sind, dann hältst du dich mit der Schleuder zurück, ja? Nicht wie in der Scheune. Wir töten keine Soldaten mehr. Keine Sorge, ich hab dich verstanden. Mir fällt schon was ein. Ich hab die doch nur getötet, weil ich keinen Ausweg gesehen habe. Ich kam ja nirgendwo raus. Da wären wir. Gut. Da kann ich nicht rein. Ja, super. Weiß noch nicht, ob das so clever ist, wenn ich hier rumlaufe. So offen. Du wolltest, dass ich Magister Vaudin nach der Insel frage. Wegen des Gemäldes in der Loge. Was hat er gesagt? Dass es nur ein Symbol sei. Ein Symbol mit zwei Gipfeln? Wie in Hugos Traum? Ich weiß. Die Insel, das Erwachen der Makula, der Orden, das ist zu viel. Schön, dass du es auch so siehst. Es hilft mir, mich nicht so allein zu fühlen. Bist du nicht. Ich bin hier. Ah. Tut mir leid, Amicia. Wegen Hugo. Er ist noch nicht tot. Alles klar. Und vergiss nicht, wenn wir keinen töten, wird uns keiner töten. Verstehe. Keine Toten, keine Probleme. Suchen wir das Boot. Ob das so einfach ist? Ich denke mal, dass hier jetzt aber da wären wir. Wieder welche sein werden. Wo ist werden. Unser Boot? Rot-weißes Segel. Da vorne. Es ist noch da. Zum Glück. Unser Lux hoffentlich auch. Ja, stimmt. Ich sehe ein rotes Segel. Aber wie kommen wir da hin? Oh, sie sieht so schön aus. Ich nehme sie mit. Für Hugo. Das müsste Inzian sein. Der wird ihm gefallen. Ich würde ihm gern so viel mehr bieten. Er liebt alles, was von dir kommt. Da wäre ich nicht so sicher. Blüht der Inzian nicht blau? Wie kommen wir denn da hin? Wir können doch jetzt schlecht durch das Wasser durch, oder? Können wir das? Sterben wir dann? Wir können gar nicht da rein, okay. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendwo... Ja, da hinten geht's hoch. Und da sind sehr viele Wachen. Mit Fackeln, wenn ich das richtig sehe. Und hier links ist noch was. Dann direkt mal alles mit. Los, ihr solltet schon längst am Tor sein. Da sind sie. Komm weiter. Lass mich in Frieden. Diese Krüge dürfen nicht kaputt gehen. Der Stadt bleibt nicht viel Zeit. Die Stadt braucht unbeschädigte Krüge. Beruhig dich. Genug diskutiert, Soldaten. Bewegung, los! Was machen die da? Nichts Gutes, würde ich sagen. Wir sollten einfach hier verschwinden. Der Vorfall in Guyenne soll dort nichts als Massengräber hinterlassen haben. Ja, und bald landet ihr auch in einem. Diese Ausgangssperre wird sie alle umbringen. Ja, das wird schrecklich. Ein Festmahl für die Ratten. Alles klar! Öffnet das Tor! Geht in die Stellung! Hey, Neulinge! Ihr wisst, was zu tun ist? Oh, ich dachte gerade, meint uns. Unser Leben hängt davon ab. Hoffen wir aufs Beste. Sieh dir die Mauer an. Ja, die haben sie schnell hochgezogen.
Sie versperrt uns den Weg zum Boot. Gehen wir näher ran. Ja, ich muss mir aber ein bisschen Alkohol einpacken, weil nüchtern ist das Ganze hier nicht zu ertragen. Oh, ich hoffe nur sowas von, dass die mich da nicht durchsehen. Also da haben sie eine Tür geradezu gemacht. Die meinten die wahrscheinlich. Auf zum Tor. Okay. Da kommen sie gerade wieder. Wie komme ich denn jetzt unbemerkt zum Tor? Sagt mir das doch mal. Soldaten, mit Helm. Wir müssen uns vorbeischleichen. Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Moment, da hinten sehe ich noch was. Glaubst du, dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Geh weg. Ich hatte meine Mutter noch mal besuchen. Du der Idiot. Beten. Mehr bleibt uns nicht. Nicht gerade viel. Frage ist, wo sieht der eine Typ uns? Einen seitlichen Weg. Moment, oben gibt's einen Weg. Aber da kommen wir nicht hin, oder? Und wir können ja auch nicht mehr nach oben klettern. Ach so, Moment, unten? Ah. Gehen wir erstmal dahin. Sieht erstmal gut aus. So, auf jeden Fall hinter ihm. Die Frage ist jetzt nur, die haben beide einen Helm auf. Ich kann mich ja jetzt schlecht hinter dem Typen rumschleichen. Habe ich heute nicht wieder ein tolles Deutsch drauf. Aber er scheint uns hier auch nicht zu sehen, der eine. Da kommen wir auf jeden Fall nicht hin. Kann ich rüberklettern? Die Frage ist nur, ich habe hier nichts, wo ich drauf schießen kann. Könntest du mal weniger rumstöhnen? Das fällt doch überhaupt nicht auf, wenn der Kerl gleich vor dir steht. Ich glaube, das hat sie gehört. Also ich denke mal, wir müssen durch das Tor durch. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir nicht durchs Tor durch müssen, sondern guck mich so, hau lieber ab. Ach, da hinten kann ich nicht hinzielen, ne? Solange der neben mir steht, oder? Ja, so viel dann zum Kontern. Oh nein. Sie können nicht weit sein. Sucht überall. Müssen wir doch nach unten? Also hier oben ist schon mal ein Ding zum Draufschießen. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt kommt der Typ aber nach oben, ne? Ne, der geht unten. Also hier oben ist anscheinend... doch. Hier durch. Ja. Oh, das fällt gar nicht auf. Einfach mal weiter. Los.
wird nicht! Oh, nein, Gott. Das sieht aus wie ein Schlachtfeld. Was ist hier passiert? Das kommt uns so bekannt vor. Folgen wir dem Wagen und schön die Augen offen halten. Hallo, Kleiner, kannst du mal aus dem Weg gehen hier? Weiß, was hier geschehen ist. Sie machen wieder genau den gleichen Fehler. Yep. Tut doch was! Oh nein, nein, nein! Sie kommen! Anschieben, die Räder! Sie müssen sich beruhigen. Ich fürchte, es ist zu spät. Sie sind hier. Nicht hey. Weitergehen, Amicia! Oh Gott! Vielen Dank für die Hilfe. Sein. Es sind so viele. Wie sollen wir da durch? Also grundsätzlich erstmal. Auf dem Boden ist aus den Gefäßen. Das ist Teer. Und der brennt wie Zunder. Los, versuch ihn anzuzünden. Ja, ja, versuchen wir's. Das heißt, die Flüssigkeit auf dem Boden. Da auf der Seite, wo er jetzt steht? Oder. Wovon reden wir jetzt genau? Moment, da musste ich dann erstmal auf Feuer umstellen. Ja, das meinen sie anscheinend nicht. Das hätte ich nicht erwartet. Sie auch nicht. Pass auf mit den Flammen. Bin mir nicht sicher, wie lange das hält. Okay. Das sieht gut aus. Es ist beweglich. Ja. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Das ist alles falsch. Aber wo müssen wir hin? Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Bis die Ratten einmarschieren. Amicia, der Orden hat sicher spezielle Einrichtungen in Marseille. Ausrüstung und Leute. Leute wie Baudin? Wie soll das bitte enden? Ach. Hierbleiben ist der sichere Tod. Weiter geht's nicht. Moment, hier können wir jetzt aber noch mal. Die Ratten kommen da nicht hin. Wir kommen näher. So. Da können wir wieder was runterschießen. Oh, mehr von ihnen. Das Gebäude links sieht sicherer aus. Ja, ja, aber ich habe gelernt. Wenn ich da jetzt einfach rüberlaufe, dann vergiss das. Also, sollen wir da rein? Ich denke, ja. Gehen wir hier durch. Okay. Ekelhaft. Dieser Geruch. Teer verursacht Kopfweh. Ich höre keine Ratten. Nein, aber sie waren hier. Sieh mal. Gott, was ist denn das? Eine Teerwerkstatt. Hier werden wohl Bootsrümpfe versiegelt. Die Mechanismen sind noch intakt. Hier riecht es anders. Herz, das ist ein Mischbecken. Das Fass dort oben muss der Verdünner sein. Wir sollten weiter. Oh nein! Bleib zurück! Sie natürlich. Ich war doch gerade noch keine am gucken. Panik. Wir haben Harz. Mit dem Verdünner dort oben wird daraus Teer. Ein Teerbecken. Das könnte uns den Weg zur Tür ebnen. Das Fass ist aber ziemlich weit oben. Vielleicht kommen wir irgendwie dran. Mal sehen. Diese Seile bewegen die Plattform. Zum Bedienen muss man die Leiter hinter dem Gitter hochklettern. Wir müssen darüber. Ich mich jetzt gerade schon. Das Problem ist, ach so, Moment, von hier aus vielleicht, weil eben, ja, jetzt kann ich, jetzt darf ich. Okay. Wir fabrizieren also Teer. Ich weiß, aber es sollte nicht lange dauern. Dann lass uns loslegen. Naja, ich hatte das eben schon gesehen, aber er hatte ja angezeigt, dass ich nichts machen darf. Gut, soll ich die Becken übernehmen? Was meinst du?
Mach du mal. Geh die Leiter hoch. Ich bewege die Plattform. Schon dabei. Ich bewege die Plattform. Das heißt, ich muss das hier machen, nehme ich an. Hallo? Ja, Kurbel bis zum Ende. Überlass das mir. Ich bin die Stärkere von uns beiden. Du der Cleverer. Komm, hüpf rüber. Warte auf mein Zeichen. Geht klar. Bin bereit. Das heißt was? Dass ich aufhören soll? Ich lasse los. Festhalten. Ja. Komm zu den Becken zurück. Komme. Ich warte. Ich eile und ich warte wie ein Storch. Na klar. Alkohol, natürlich. Ja. Aber zum Saufen ist mir gerade nicht. Hier sind zu viele Ratten. Teer machen. Rein damit. Kennst du die richtige Menge? Nein. Ich improvisiere. Bring uns bloß nicht um. Kennst du die richtige Menge? Nein, ich improvisiere. Fertig. Du kannst es anzünden. Alles klar. Mal sehen, was der Teer taugt. War hier nicht noch was zum Einsammeln? Bin ich jetzt gerade im falschen Raum gedanklich? Also dann. Ich kann nicht. Ha, es funktioniert. Ja. Ja, da fehlt ein Stück. Was nun? Ich stecke fest. Warte. Ich glaube, wir haben hier mit einem Experimentieren. Na? Ja, könnte klappen. Wollt ihr mich beißen? Diese Viecher sind ziemlich nah. Mistviecher. Hier, sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Zum Fangen? Ich kann nicht fangen. Wie soll ich denn mit LB? Los! Ach so. Du hast jetzt Harz und Alkohol. Misch sie! Verwirrt mich hier doch nicht total. Moment, hier kann ich nur eins machen, ne? So, fertig. Ich habe Harz und Alkohol. Das ist so schöne Alkohol weg. Wirf einen Topf mit Teer zwischen die beiden großen Becken. Okay. Wie zwischen die großen Becken? Soll ich das nicht hier reinwerfen? Ich hätte gedacht, da. Ach so, da meint ihr das mit großen Becken. Es muss klappen. Mal sehen, was der Teer taugt. Moment, ich muss aber auch so. Perfekt. Ja, das letzte Becken hier ist voll mit Teer. Komme. Entschuldigung, ich brenne gerade. Aua. Was? Was? Hallo? Hä? Wieso das? Ich hab doch beide Becken voll. Hier, sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Du hast jetzt Harz und Alkohol. Misch sie. Fertig. Misch sie. Perfekt. Wirf einen Topf mit Teer zwischen die beiden großen Becken. Es muss klappen. Mal sehen, was der Teer taugt. Oder geht das irgendwann dann aus, oder wie? Dass es hinter mir ausgeht? Kann ich da nicht direkt erstmal? Moment, das kann ich auch. Dann gehen die da schon mal weg. Perfekt. Ja, das letzte Becken hier ist voll mit Teer. Komme. Puh. Du hast mich gerettet. Das war der Teer. Das Zeug wirkt Wunder. Wie auch immer, ich danke Tatsache. Dir. Tatsache. Das brauchst du nicht. Moment, du darfst gerne weiterreden. Ich muss nur mal eben... sollen wir da hoch wahrscheinlich nicht, ne? Obwohl, ich weiß nicht, haben wir da oben irgendwas gehabt, was wir eventuell aufsammeln können? Ich habe gar nicht nachgeguckt. Sieht nicht so aus. Obwohl, auf der anderen Seite. Kommen wir da rüber? Von hier aus? Da schauen wir doch direkt mal nach. Das hilft uns weiter. Werkzeuge. Ach so, 10 einzelne Stücke und Werkzeuge. Ah, ich verstehe. Oh, geil. Dann kann ich auf jeden Fall das mit der Schleuder verbessern. Das ist geil. Das ist richtig geil. So.
Weiß ja nicht, ob wir hier auch mal so einen Bossgegner bekommen, was ich nicht hoffe, aber befürchte. So. Ist unser Boot da vorn? Seid ihr da nicht so sicher? Hör zu, Amicia. Wegen Hugo. Ich war zwischen Magister Vaudan und deiner Mutter hin und her gerissen und... Ach, ich lag falsch. Ich war nicht bereit. Ich darf ihn nicht verlieren. Wir schaffen das schon. Ja. Ja. Mehr sagen wir dazu nicht. Ja. Bin mir nicht sicher, ob hier noch Leute kommen. Hier waren auf jeden Fall mal Leute. Mir nach. Genau, lass den armen Kleinen doch mit dem Ding alleine. Er kriegt das so schon fast nicht gehalten, weil er dich dafür braucht. Aber Hauptsache, du lässt ihn dann alleine mit dem Ding da stehen. So, da ist noch eine Tür. Da können wir nicht rum. Sieht mir so nach Wachen aus hier. Ah, nee, nach Ratten. Okay. Bei Ratten brauche ich zumindest nicht schleichen. Sieh mal da hinten. Josephs Boot. Wir sind fast da. Ja, gehen wir. Oh, sie sind hier. Da unten sind Unmengen von ihnen. Warte, sieh mal. Da unten gibt es Harz und da drüben ist ein Fass mit Verdünner. Sie haben hier mehr Teer hergestellt. Ebnen wir uns damit den Weg zum Boot. Ja. Teer, ich komme. Was für ein Tag. Okay, das heißt, ich würde sagen, dass wir ihn hier dran setzen. Geht klar. Keine Ahnung, was das jetzt bewirkt. Mach das mal. Das bringt einen darüber. Okay. Also, Fakt ist, so wie ich das denke, dass man unten an dem Becken nur kurz vorbei kann. Weil so sah das zumindest hinten aus, dass man da jetzt nicht, dass das nicht lange brennt, sondern dass das nur kurz brennt. Die Frage ist, wo muss ich hin? Ich glaube nicht, dass ich da hinten hin muss. Ich denke eher, dass ich... Hier oben war doch die Markierung gerade noch. Moment, das muss man nur von oben angucken. Ich habe doch gerade noch irgendeine Markierung gesehen. Oder? Komme ich da rum? Nee. Das ist jetzt eine gute Frage. Also da hinten glaube ich nicht, dass wir rum müssen, weil da ist ja im Endeffekt auch nichts. Er hat jetzt das Teil nach hinten verschoben. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das sein muss. Moment, da oben ist noch was, was wir... Ah, okay. Hey, wer seid ihr? Habt ihr die Brücke runtergelassen? Ja, wir wollen nur rüber. Rüber? Wie denn? Ich stecke hier schon stundenlang mit diesen Ratten fest. Ich muss hier raus. Wir haben einen Plan. Könnt ihr den Übergang herbewegen? Ja, wartet kurz. Krass. Er wirkt vernünftig. Er hat Angst. Noch ja. So besser. Ach, da ist noch... Ah, das heißt, wir machen das an, schnell das an und müssen dann da hinten rüberlaufen, vermute ich mal. Okay. Gut, keine Ahnung, ob wir das hinbekommen, muss ich dazu sagen. Aber wir können es probieren. Also, hier erstmal, das ist klar. Wobei ich nicht weiß, ob wir das da hinten treffen. Können wir das vielleicht von oben machen? Von oben können wir es nicht. Das ist aber nicht so lange. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich ahne, worauf es hinaufläuft. Dass wir dann da rein müssen, ganz schnell das nächste machen müssen, schießen müssen. Aber so schnell sind wir doch nicht. Oh, Leute, ganz ehrlich.
Oh, ihr macht mich beschugger. Ihr macht mich wirklich beschugger. Nein! Wir haben die Krüge bemerkt. Wozu sind die gut? Das ist vertraulich. Na gut. Wollt ihr mich verarschen? Ich komme hier nicht. Nein! Oh nein! Ja, das meine ich nämlich. Ich komme da ja jetzt nicht weiter, weil das nicht weit genug hinten reinging. Es ist ärgerlich, immer wieder von vorne anzufangen, wenn man einmal gestorben ist. Habe ich jetzt hier irgendwas übersehen? Sieh mal, da hinten, Josephs Boot. Wir sind fast da. Ja, gehen wir. Stehen wir mal lieber da drauf um. So. Oh, sie sind hier. Da unten sind Unmengen von ihnen. Warte, sieh mal. Da unten gibt es Harz und da drüben ist ein Fass mit Verdünner. Sie haben hier mehr Teer hergestellt. Ebnen wir uns damit den Weg zum Boot. Ja. Teer, ich komme. Was für ein Tag. Moment, da drüben ist ein Fass mit Verdünner. Den meint jetzt das Große, oder? Ich dachte jetzt, das muss man benutzen. Also, dass man irgendwie da hochkommt und das dann runter macht. Aber jetzt, wo der das so sagt. Pass auf. Komm mal eben her. Dein Einsatz, Lukas. Sofort. Ich will jetzt noch mal wissen, wo du, das fährt nach oben. Nee. Hallo. Hörst du jetzt mal auf? Du kannst aufhören. Na gut. Was passiert jetzt genau, wenn ich den raushole? Habt ihr die Brücke runtergelassen? Ja, Nein. Wir wollen nur rüber. Rüber? Wie denn? Ich stecke hier schon stundenlang mit diesen Ratten fest. Ich muss hier raus. Wir haben einen Plan. Könnt ihr den Übergang herbewegen? Ja, wartet kurz. Den Übergang herbewegen? Vernünftig. Er hat Angst. Umso besser. Ach, das blockiert das. Nee, oder? Hallo? Auf ein neues. Sie mögen kein Feuer, stimmt? Nein. Stimmt. Gut. Und wie zündet ihr das an? Wir haben Mittel. Ich sehe hier keine Fackeln. Habt Geduld. Leck mich ernsthaft. Okay, dann müsste... Macht er das automatisch, wenn ich... Achso, ich kann ihm gar nichts sagen jetzt. Gut, dann mache ich das halt mal eben an. Kann ich auch. Feuer. Kann ich das von hier aus? Ich mache das, glaube ich, lieber von der anderen Seite aus. Mal schauen. Was hast du da für brennendes Zeug reingeworfen? Das ist, selbstgemacht. Einfache Alchemie. Alchemie? Solche Sachen mögen wir hier nicht. Wirklich schade, denn sie rettet euch das Leben. Soldaten. Gut. Jetzt noch die anderen beiden Becken. Dann legen wir mal los. Deine Aufgabe, Lukas. Geht klar. Ah, der macht das dann automatisch. Ah, okay. Wir fliehen von hier. Ihr wisst schon, dass eine Ausgangssperre herrscht. Ja, ach so, und dass die Leute so oder so sterben. Also versuchen wir unser Glück. Moment, hör auf. Lass gut sein.
Ja, sofort. Ich habe gerade eine ganz andere Idee. Ich bin ja auch doof. Wieso stelle ich mich da eigentlich nicht drauf? Weil theoretischerweise... Lukas, du bist dran. Na gut. Theoretischerweise, wenn er mir das Ding jetzt nicht auf den Kopf drauf knallt, heißt es, müsste ich das dann jetzt hier auch machen können damit, oder? Ja. Okay, er macht's automatisch runter. Du verpasst das Becken. Mach langsamer. Ja. Es war zu weit. Ein Stück zurück. Lass es. Sofort. Lass es. Es ist hoffnungslos. Genau richtig. Ich bin so ein kluges Köpfchen. Naja, nachdem ich dann erstmal voll verkackt habe. Wird gemacht. Okay. Aber ich glaube, von da kann ich nicht so gut schießen. Oh, da hinten ist auch noch was. Na bitte. Ein Boot versperrt noch den Weg. Das musst du hochziehen. Also, theoretischerweise, weil eben diese Becken ja lange gebrannt haben, beziehungsweise, ja, in Anführungszeichen ewig gebrannt haben, hoffe ich jetzt mal, dass so mein Freund auch mit rüberkommen kann. Kann ich ihm jetzt sagen, dass er das Ganze weiter schieben soll? LB, ja, kann ich. Dein Einsatz, Lukas. Geht klar. Das sind ja mal geile Konstruktionen hier. Also. Gute Arbeit. Für Zivilisten seid ihr überraschend effizient. Wir sind öfter auf uns allein gestellt. Gerade genau andersrum sagen. Ach so, ich muss aufhören. Ja klar. Du kannst aufhören. Ich wollte dem Typen eigentlich. Ich warte darauf, dass der Typ aufhört. Aber ich hänge ja an diesen Dingen da dran. Stimmt ja. So. Nein, hallo. Du sollst das durchziehen, nicht aufhören. Hallo? Aber... Und fertig. Ganz ehrlich, ich habe ja den ersten Teil gespielt. Also ich gehe davon aus, dass der Typ uns gleich verraten wird. Ich will jetzt hier nichts vorwegnehmen, wenn es wirklich so ist, aber ja, man hat so seine Erfahrungen im ersten Teil gemacht. Ja, wieso kann ich A drücken? Das kann ich... Ach so. Das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Alles klar. Das muss ich gar nicht hier drin machen. Ah. So, Frage ist... Kommt er überhaupt da durch? Ich glaube hier vorne... Nee, er ist blockiert. Hm. Amicia, ich steck fest. Oh nein, das Licht reicht nicht weit genug. Es muss einen Weg geben. Ja. Wirf den Teer einfach direkt ins Feuer. Das verstärkt für eine Weile die Flammen. Das nun... Ja, das sollte reichen. In Ordnung, dann mal los. Den Teer ins Feuer. Wollt ihr mich veräppeln? Teer ist jetzt das Letzte, ne? Kann ich den mit der Schleuder dahin? Kann ich. Oh, cool. Oh, meine Augen! Meine Augen! Lauf! Los jetzt! Der Teer wird nicht ewig brennen. Hat perfekt geklappt. Danke. Das war ziemlich clever. Wir haben zwar keinen Schimmer von Alchemie, aber mit Teer kennen wir uns aus. Wir haben die Krüge bemerkt. Wozu sind die gut? Das ist vertraulich. Na gut. Fast geschafft. Ja, geschafft. Klasse. Unfassbar. Ihr habt's geschafft. Hey, kannst du dein Zeug benutzen? Ich steck fest. Ja, ich versuch's. Kann ich auch einfach da oben lassen. Was hältst du davon? Achso, ja. Das meint er mit Zeug benutzen, okay. Bist du bereit, Hallo zu sagen? Wir müssen aufpassen. Wer weiß, was er in der Stadt mit uns gemacht hätte. Befehle befolgen? Ja, wie auch immer die aussehen. Das habt ihr gut gemacht. Geschafft. Ich bin froh, dass ihr heute das Gesetz gebrochen habt. Wir sollten gehen, oder? Ja, wir haben es eilig. Er hat eine Fackel. Moment. Er hat eine Fackel. Sicher. Ich begleite euch nach Hause. Das war das doch, oder? Eigentlich müssen wir dort weiter. Das geht nicht. Ihr geht nach Hause. Ach komm. Bitte, wir haben unseren Teil getan. Gesetz ist Gesetz. Lasst uns durch, sonst werdet ihr es bereuen. Drohst du gerade einem Soldaten der Provence? Und ob? Das ist zu wichtig. Oh. Ah!
Na los, das Boot ist gleich da hinten. Ja. Es tut mir leid. Ist auch nett von dir, dass du uns helfen wolltest und wieder nach Hause gehen wolltest. Aber es ist wirklich zu wichtig. Gott. Diese Leute. Ich vertraue niemandem mehr. Ja. Ja, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, wie lange das jetzt hier noch dauert, aber der Abschnitt scheint noch ein bisschen länger zu dauern. Deswegen machen wir hier mal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.